Wunderbarer Gott, wir danken dir für die Gelegenheit, die du uns gibst, dir zu vertrauen. Oh, wie wunderbar ist, dass wir uns hier in deinem Haus getroffen haben. Du hast es gemacht und deshalb danken wir dir. Danke für deinen Sohn Jesus, der für uns gestorben ist, damit wir leben können, damit wir die Hoffnung haben, dass wir gerettet werden. Danke für deinen Sabbat, ein wunderschöner Sabbat, das du uns geschenkt hast. Wir wollen trotzdem dich bitten, unsere Sünde zu vergeben. Denn wir sind ja Sünder. Wir sind heute wieder gekommen mit all unseren Sorgen. Lieber Gott, bitte sorge dafür, dass wir im Freien dich loben können und preisen. Segne diese Predigt. Du kennst unser Klein. Du kennst deinen Diener. Bitte gib ihm die Worte. Lass mich sprechen, was du willst. Lass mich sprechen, was wir uns ermutigen können, damit wir weiter auf dich warten können. Wir wollen ja die Retten. Wir wissen, dass die Retten an uns hängt. Aber ohne deine Hilfe geht gar nicht. Deshalb bitten wir dich, uns zu helfen. Schenk uns deinen Heiligen Geist, damit wir geduldig auf dich warten können. Segne uns alle, vor allem unsere Gäste heutigen Tag. Segne die Gemeinde Aachen und weltweit die Adventgemeinde. Danke für alles. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen.
Die Predigt heute ist überschrieben mit einem Thema, das ich mir schon lange durch den Kopf geht, aber irgendwie hatte ich nie so richtig den Mut, damit ranzugehen. Und dann habe ich doch eines Tages angefangen. Und ja, es war kein leichtes Thema, für mich zumindest nicht. Ja, aber nun ist es da. Das Thema heißt die Gemeinde zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und ich möchte gleich mit einigen Fragen beginnen, die wir uns stellen dürfen in diesem Zusammenhang. Und wir wollen versuchen, im Laufe der Predigt auch darauf eine Antwort zu finden. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Gemeinde hört? Denkt ihr an eine bestimmte christliche Gemeinde, an eine kommunale Gemeinde, an eine Kirche, Religionsgemeinschaft oder was? Nun, wir denken vermutlich an eine Adventgemeinde und ihr vermutlich ganz sicher an die Adventgemeinde hier in Aachen. Die nächste Frage, die sich anschließt, gibt es überhaupt eine ideale Gemeinde? Und wie stellt Gott sich eine ideale Gemeinde vor? Und dann die letzte Frage, welches Ziel hat Gott mit seiner Gemeinde? Und wenn wir jetzt an die Gemeinde hier in Aachen denken, dann ist es eben die Frage, welches Ziel hat Gott mit der Adventgemeinde Aachen? In der Bibel steht für Gemeinde das Wort Ekklesia und das bedeutet wörtlich die Herausgerufene. In einigen Übersetzungen wird Ekklesia auch mit Versammlung oder mit Kirche wiedergegeben. Und die Geburtsstunde der Gemeinde, das wissen wir, eignete sich zu Pfingsten vor gut 2000 Jahren. Damals kamen Menschen zusammen und hörten die Predigt des Petrus und sie glaubten ihm, seine Botschaft und empfingen den Heiligen Geist. Ich lese jetzt diesen Text vor aus der Apostelgeschichte 2, die uns als Einleitung dazu dienen möchte. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung seiner Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wenn wir das so lesen, dann kommen wir sehr schnell zu der Erkenntnis, die Gemeinde ist kein Verein, sondern sie ist ein lebendiger Organismus. Sie ist kein Verein, der verwaltet wird, sondern er lebt. Und sobald ein Mensch sein Vertrauen auf Christus setzt und ihn als Heiland und seinen Herrn annimmt, gehört er zu diesen Herausgerufenen, zu seiner Gemeinde. Er ist ein Kind Gottes geworden, zu einem Erben des ewigen Lebens. Die weltweite Gemeinde Jesu ist ein bunter Haufen von Menschen aus den verschiedenen Kulturen, Völkern und Stämmen. So wie wir es hier haben und in unserer Gemeinde in Isny haben wir es ähnlich. Eine Herausforderung, aber auch eine schöne. Und sie ist ein Bild auch dafür, wie es einmal sein wird.
Die Apostel hatten bei ihrer Missionstätigkeit aber nicht nur die weltweite Gemeinde im Blick. Ihr Ziel war natürlich die Gemeindegründung vor Ort. Sie reisten umher und predigten das Evangelium in Dörfern und Städten. Und so entstanden überall Versammlungen von Menschen, die sich entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen. Als Zeugnis dafür ließen sie sich taufen. Diese Ortsgemeinden sind Teil der weltweiten Kirche Jesu Christi. Und somit sind auch wir hier in Aachen ein Teil dieser weltweiten Christi. Und so ist die Gemeinde hier in Aachen sicher auch entstanden, weil sie jemand anders war. Schon so lange her, haben wir alle vergessen oder waren nicht dabei. 1905. Bitte? 1905. Über 100 Jahre. Und sie gibt es immer noch. Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Was ist das Erkennungsmerkmal einer Gemeinde oder unserer Gemeinde hier? Das ist eigentlich nur ein ganz einfacher und bescheidener Satz. Das Erkennungsmerkmal der Gemeinde Jesu ist die gelebte, wahrhaftige Liebe gegenüber Gott und den Menschen. Jesus Christus selbst hat sich dazu ganz eindeutig geäußert. Es gibt keine Zweifel darüber. Johannes 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird man die Gemeinde Jesu Christi erkennen. Und wie wird diese Liebe im Umgang mit, ja, praktisch sichtbar für alle? Darum geht es ja letztlich, dass diese Liebe untereinander nicht heimlich stattfindet, sondern sie sichtbar wird in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Ein paar Punkte, die nicht vollständig sind, aber vielleicht doch uns zum Nachdenken anregen. Es gibt in der Gemeinde Geschwister, Gäste, Kinder, was auch immer, die brauchen Ermutigung in ihrem Glaubensleben, vielleicht auch eine Seelsorge in einer bestimmten Lebenssituation. Alleinstehende erfahren in der Gemeinde Gemeinschaft. Freundschaften entstehen und Beziehungen wachsen. Und diese Liebe ist ein starkes Zeugnis auch für die verändernde Kraft des Evangeliums. Die waren wir vielleicht vorher nicht so, aber durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, sind wir verändert worden zu dieser Liebe und das ist sichtbar. Wichtig ist eben, dass diese Liebe untereinander von Außenstehenden auch erkennbar ist. Dass sie wahrgenommen wird, dass sie sie spüren und miterleben. Wir sind zwar schon einige Zeit sporadisch hier, aber so ganz gut kennen wir die Gemeinde eben doch noch nicht, als wenn man permanent hier ist. Und deshalb frage ich einfach mal so, habt ihr diese Liebe untereinander in eurer Gemeinde schon ganz praktisch erfahren? Sie nicken, das ist doch gut so. Hilfe beim Umzug, beim Renovieren, ganz praktisch. Besuch und Hilfe im Krankheitsfall, Wohnung geputzt, Essen mitgebracht und gekocht. Seelsorge bei Problemen in der Familie, am Arbeitsplatz, gesundheitlich, was auch immer. Hat euch jemand seine Zeit geschenkt, zugehört? Bei persönlichen Kummer und Sorgen? Hat jemand mit euch gebetet? Entlastung bei einem Pflegefall in der Familie? Ja, und vieles mehr. Wer das erlebt hat, der spürt und weiß, wie wertvoll
das alles ist in einer Welt des Unglaubens, des Egoismus. Wie wertvoll es ist, Menschen um sich zu haben, die Opfer der Liebe bringen, die sich selbst vergessen, um anderen zu dienen. Das ist gelebter Glaube. Und wenn ich zurückdenke, wie viel wertvolle Begegnungen, Gespräche und wie viel Ermutigung habe ich schon selbst erfahren in der Gemeinde. Das trägt, meine Lieben, und das hält zusammen, nicht nur untereinander, sondern auch in der Verbindung zu Jesus Christus. Aber wichtig ist, dass wir über diese Hilfe, mögen sie große oder kleine Hilfen sein, darüber nachdenken, dass wir sie uns bewusst machen, dass wir sie nicht als Selbstverständlichkeit einfach nur so mitnehmen. Hier in der Gemeinde Jesu darf sich jeder angenommen und geliebt wissen. Jeder darf sein, der er ist. In der Erfahrung dieser Liebe werden wir erst fähig, unsere Masken des Selbstschutzes abzulegen. Ich darf kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Seid ihr so eine Gemeinde? Darf sich jeder angenommen und geliebt wissen? Sind Nächstenliebe und Vertrauen so groß, dass jemand den Mut hat, seine Selbstschutzmaske abzulegen und sein persönliches Leid und seine Probleme zu offenbaren? Ich habe mal den Satz gelesen: In einer christlichen Gemeinde ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt ein interessantes Buch, leider wird es nicht mehr neu aufgelegt, aber ich habe es zu Hause. Ich habe es damals, das ist 15, 16 Jahre her, wie ein Krimi durchgelesen. Es heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und der Untertitel, was uns im Leben wirklich trägt. Aber das Buch gibt es noch antiquarisch im Internet zu bekommen. Wer es lesen möchte, muss viel Mut mitbringen. Versuchen wir, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Ist wirklich alles Gold, was glänzt? Die Liebe, die Jesus uns geboten hat, ist der Auftrag und ist das Ziel. Aber leider nicht immer die Realität in unserem Leben. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass auch ich einige Verletzungen und Enttäuschungen in meinem Leben im Zusammenhang mit der Gemeinde erlebt habe. Das liegt aber sicher nicht nur immer daran, dass es der andere war, sondern vielleicht auch daran, dass meine Erwartungen zu hoch waren. Ich erwarte in jedem Fall, dass sich die anderen richtig verhalten, denn sie sind ja Christen. Was ist nun richtig und was ist der Maßstab? Christen sind manchmal wie stachelige Igel. Je näher sie sich kommen, umso mehr pieksen sie sich. Sie pieksen sich gegenseitig, ich den anderen, der mich und so weiter. Oder noch schlimmer, ich selbst verletze die, die ich eigentlich lieben sollte. Eines, meine Lieben, das dürfen wir nie vergessen. Ganz sicher nicht. Die Gemeinde besteht aus Sündern. Sie sind zwar begnadet, aber sie sind Sünder. Und sie kämpfen immer noch mit ihren alten, sündhaften Natur in sich. Dieser Kampf, der findet statt. Und dann gibt es eben auch mal die Igelmentalität. Da bleiben die Schwierigkeiten nicht aus. Sünde macht auch vor der Gemeindetüre nicht Halt. Und wir finden leider auch hier die ganze Palette. Ich möchte nicht einzeln alle aufzählen, aber ein paar vielleicht. Schwarzhaftigkeit, unlautere Motive, Streitereien, Unversöhnlichkeit, Kränkungen, Haarspalterei,
fehlende Kompromissbereitschaft und so weiter. Es gibt vieles. Und das, fragen wir uns, soll die Braut Jesu Christi sein? Habt ihr auch schon mal über die Geduld Gottes nachgedacht und gestaunt? Ich weiß nicht. Ich persönlich glaube, hätte diese Geduld nicht immer. Ja, wenn man damit konfrontiert wird, wie die Gemeinde wirklich ist und wie sie sein sollte, dann meinen wir, müsste Gott schon manchmal der Geduldsfaden reißen. Traurige Wahrheit ist, dass die Gemeinde Jesu Gott manchmal mehr Schande als Ehre bereitet. Aber es gibt einen Ausweg, dann sind wir vielleicht mutig und werden Solo-Christen und sagen, Christ will ich bleiben, Nachfolger will ich bleiben, die Gemeinde brauche ich nicht. Sind Solo-Christen besser aufgehoben als in der Gemeinde? Sind es diese Erfahrungen, die uns davon abhalten, uns verbindlich einer Gemeinde anzuschließen? Ich denke dabei aber auch an Gemeindeglieder, die in der Liste stehen, aber im Herzen sich nie richtig der Gemeinde angeschlossen haben. Sie meiden die innere Bindung und sie bleiben distanziert. Geht es uns ohne Gemeinde besser? Ist mein Leben nicht viel einfacher und sorgloser und unkomplizierter? Soll ich wirklich Zeit und Ressourcen opfern auf die Gefahr hin, enttäuscht zu werden? Bleibe ich nicht lieber frei und unabhängig? Vielleicht hat manchmal schon jemand so einen Gedanken gehabt. Aber es gibt ein ganz großes Problem. Es ist wohl eines der größten Probleme der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die gibt es auch unter uns. Vielleicht kennen wir alle schon dieses Problem, aber wir reden nicht gerne darüber. Es sind die Kränkungen. Die Kränkungen, die wir persönlich erlebt haben oder meinen, erlebt zu haben. Das Gemeindeleben ist nicht frei von Kränkungen. Wir kränken manchmal auch unbewusst und werden vielleicht auch unbewusst gekränkt. Kränkung ist kein Gefühl. Kränkung ist eine Wechselwirkung zwischen zwei Personen. Kränkungen erschüttern uns, bringen uns aus dem Gleichgewicht, seelisch, geistig und wenn es länger andauert, auch organisch, körperlich. Kränkung ist etwas ganz anderes als Wut. Wut ist ein auflodendes Feuer, das bricht aus. Wir beherrschen es oder beherrschen es manchmal nicht, aber es ist da. Es kommt zum Ausbruch. Kränkungen dagegen, die schwelen lange. Sie bohren im Innersten. Menschen sind unterschiedlich kränkbar. Aber die Kränkung, die bohrt und bohrt, verursacht seelische Schmerzen und irgendwann auch körperliche Schmerzen. Bei einem genügt schon ein schiefer Blick oder ein unangemessenes Lachen, nicht begrüßt zu werden, vielleicht versehentlich übersehen werden beim Begrüßen. Und schon sind wir gekränkt. Und immer wieder können wir beobachten, dass gerade die Menschen, die sehr erfolgreich sind im Austeilen und im Entwerten der anderen, dass die am schnellsten gekränkt sind. In Wirklichkeit sind sie Mimosen. Die meisten Spannungen unter uns entstehen dadurch, dass wir leicht verletzbar reagieren. Der Psychiater Michaki Hori nannte die Kränklichkeit des Menschen als Hauptursache
für alle Kommunikationsstörungen. Und davon sind wir Christen auch nicht ausgenommen. Vermutlich haben noch viele andere Menschen Probleme mit den Ursachen oder vielfältigen Ursachen der Kränkungen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, was mich kränkt, das macht mich krank. Wem haben wir die Schuld gegeben? Dem anderen. Und das stimmt eben nicht. Nicht der mich kränkt, macht mich krank, sondern meine Lieben, ich entscheide selbst darüber, wie ich auf die Kränkung reagiere. Das ist ein sehr interessantes Thema, aber das können wir jetzt hier nicht so schnell lösen, das wäre ein eigenes Thema. Wir sagen so schnell, du ärgerst mich, aber in Wirklichkeit ärgere ich mich. Ich entscheide selbst über meine Reaktion, das muss uns bewusst sein. Und schon ist der Kränkung viel Wind aus den Segeln genommen, wenn wir da uns das bewusst machen. Aber es gibt auch noch einen anderen Wind, den wir aus den Segeln nehmen können. Was ist eigentlich Kränkbarkeit? Kränkbarkeit, meine Lieben, ist nichts anderes als verletzter Stolz. Ein Wort der Kritik und der Betroffene reagiert verärgert, verbittert, schlägt zurück, igelt sich ein und schmollt. Er fühlt sich in seinem Selbstwert angegriffen. Oft sind es nur die kleinen Anlässe, die später zu großen Problemen führen. Und deshalb, meine Lieben, sollten wir immer behutsam miteinander umgehen und auf die Gefühle des anderen Rücksicht nehmen. Vielleicht gibt es mal eine Gelegenheit, wo man sich über Kränkungen und den Umgang damit unterhalten kann. Das ist ein sehr interessantes Thema, aber auch ein gefährliches Thema. Wir müssen dann mit vielen falschen Vorstellungen aufräumen und müssen uns von ihnen verabschieden. Der bekannte Erweckungsprediger in England, Spurgeon, sagte über einen Mann mit einer bitteren, nachtragenden Haltung Folgendes. Möge das Gras auf seinem Grab grünen, wenn er stirbt. Denn zu seinen Lebzeiten grünte um ihn herum überhaupt nichts. Da ist was Wahres dran. Also lassen wir es grünen, solange wir leben. Ja? Gottes Wort fordert uns auf, aufeinander zuzugehen, uns einander anzunehmen, dem anderen entgegenzukommen, zu verstehen suchen, weshalb der andere so reagiert, wie er reagiert. Wir müssen dem Verletztsein auch einen Namen geben und keine versteckten Botschaften. Wir müssen uns der Wahrheit stellen. Könnte es vielleicht auch sein, dass ich dem anderen Grund geliefert habe, mich zu kränken? Nehmen wir uns vielleicht selbst manchmal viel zu wichtig mit unseren kleinen Kümmernissen und unseren kleinen Verletzungen? Und man möchte fast hinausrufen, hört auf, das Leben ist viel zu kurz und viel zu kostbar, um deswegen zu Feinden zu werden. Und da fällt uns vielleicht der Plan Gottes ein. Der Plan Gottes mit seiner Gemeinde. Da fällt uns vielleicht ein, wie Jesus sich geopfert hat, seine Liebe, seine Opferbereitschaft und seine unendliche Geduld und seine Vergebungsbereitschaft. Und wenn ich selbst nachdenke, muss ich manchmal schämen, wie ich mich selbst verhalten habe, was den mangelnden Dienst am Nächsten betrifft. Eigentlich weiß ich, dass ich es nicht allein schaffe, in den Fußstapfen meines Herrn Jesus zu gehen, und doch versuche ich es immer wieder. Und so leicht komme ich vom Weg ab. Ich brauche die Korrektur und die Ermutigung meiner Glaubensgeschwister auf dem Weg zur Heiligung. Und meine Glaubensgeschwister brauchen mich.
Gemeinde ist wie eine Familie. Da läuft es nicht immer alles rund. Manchmal bekommt man sie in die Haare. Es gibt Streit unter den Geschwistern. Aber Familie, meine Lieben, bleibt Familie. Hier bin ich und hier gehöre ich hin. Paulus schreibt in seinem Brief an die Hebräer, in Kapitel 10, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und welcher Tag naht heran? Der Tag der Wiederkunft Jesu. Und er war noch nie so nah wie heute. Weiß jemand, was ein Schmetterlingschrist ist? Keiner. Dann kennt auch keiner Schmetterlingschristen. Aber wenn ich so erkläre, dann kennt ihr vielleicht doch welche. Manche Christen flattern von Gemeinde zu Gemeinde. Mal ein paar Wochen hier, mal ein paar Wochen dort. Und wenn mir etwas gar nicht passt, dann bleibe ich zu Hause und wenn alles gut geht, höre ich mir eine Predigt im Internet an. Und wenn es nicht passt, dann flattere ich weiter. Die Nachteile liegen auf der Hand. Der Schmetterlingschrist wird nirgendwo heimisch und er wird keine tiefen inneren Beziehungen aufbauen können. Er wird aber auch wenig Hilfe und Korrektur bekommen und er kann seine eigenen Gaben nicht einbringen. Meine Frau und ich, wir sind zwar keine Schmetterlingschristen, aber seit Jahren pendeln wir hier zwischen Gemeinde Aachen und Gemeinde Isny hin und her. Und ab und zu war eine Predigt in einer Gemeinde andersweitig. Das ist nicht einfach. In beiden Gemeinden, meine Lieben, in Isny wie auch hier bei euch in Aachen, fühlen wir uns sehr wohl. Wir haben Freundschaften geschlossen. Wir kommen sehr gerne. Wir genießen das Miteinander. Und ihr dürft uns glauben, auch manchmal ist ein gespaltenes Herz auch ein schweres Herz. Und wir sind Gott dankbar, dass wir nicht als Schmetterlingschristen irgendwo auf der Strecke geblieben sind. Schmetterlingschristen kommen schneller ins Abseits, als sie es wahrhaben wollen. Die perfekte Gemeinde, die gibt es nicht, das haben wir schon festgestellt und erlebt. Die einzelnen Glieder sind nicht makellos, genauso wie ich es auch nicht bin. Und deshalb kann auch die Gemeinde nicht vollkommen sein. Unsere Idealvorstellungen, die werden nun einmal nicht erfüllt. Perfekt ist es erst, wenn wir im Himmel sind. Und das ist unser Ziel und das muss es auch bleiben. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Habt ihr euch schon einmal folgende Frage gestellt? Was bin ich in der Gemeinde? Damit meine ich jetzt aber nicht die Ämter, die Titel, Leiter, Diakon und so weiter. Was bin ich in der Gemeinde? Bin ich ein Konsument und lasse mich bedienen? Bin ich ein Zuschauer und sitze distanziert auf der Tribüne? Oder bin ich ein aktiver Teilnehmer, packe mit an und bin mittendrin? Kennt ihr die Atmosphäre auf einem Sportplatz? Wenn wir in Hamburg bei den Kindern sind, dann schauen wir schon mal zu, wenn unser 10-jähriger Enkel Fußball spielt im Verein. Die Spieler rackern sich ab, sie rennen, schwitzen und geben ihr Bestes. Aber das, was die als Bestes geben, empfinden die Zuschauer noch lange nicht alles als das Beste. Da wird am Spielfeldrand gestikuliert, da wird geschimpft, geschrien, da werden Tipps gegeben. Der Kampfgeist reicht nicht aus und was auch alles.
Interessant, dass die, die nicht mitspielen, alles besser wissen. Sogar noch besser als der Trainer. Und in manchen Gemeinden läuft es vielleicht ähnlich. Einige spielen mit und kämpfen und der weitere, weitaus größere Teil sitzt am Spielfeldrand und schaut zu. Wenn er schweigend zuschaut, dann geht es ja noch nicht. Die ausgewählten Lieder passen nicht, das Bibelgespräch ging nicht tief genug, die Predigt war zu flach, es fehlte die klare Botschaft, das Gebet von Bruder X war mal wieder viel zu lang, die Kinder von Familie Y waren wieder störend und unruhig, heute konnte ich nichts mitnehmen und so weiter. Hat sich Gott so seine Gemeinde vorgestellt? Dass einige wenige die Arbeit tun und die anderen auf der Zuschauer- und auf den Kontrollplätzen sitzen? Vielmehr geht es um ein Miteinander und um gegenseitige Unterstützung. Eine Gemeinde kann nicht nur aus Zuschauern und Kritikern bestehen, also müssen alle runter von der Zuschauertribüne aufs Spielfeld und los geht's. Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 4, jeder, der dem anderen mit der Gabe dienen kann und soll, die er von Gott bekommen hat. Und wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Wenn wir mit all den Gaben, die uns Gott gegeben hat, der Gemeinde dienen, dann ist das, was Gott von uns erwartet, erfüllt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Soweit Paulus. Kommen wir noch zum Sabbat, dem besten Tag der Woche. Auch da gäbe es viel zu sagen, ich will es kurz machen. Wertvoll ist eine innere Einstimmung auf den Sabbat. Im Gespräch mit Gott und im Nachdenken darüber, ob es in meinem Leben etwas zu bereinigen gibt. Das ist Vorbereitung auf den Sabbat. Im Überprüfen der inneren Einstellung liegt eine große Chance, den Sabbat als einen besonderen Tag zu erleben. Das Ziel für jeden von uns sollte sein, dass der Sabbat zu einem Tag wird, von dem wir auch noch in der Woche zehren können, sodass Gottes Liebe und Gegenwart in unserem Leben auch in der Woche sichtbar wird. Kommen wir noch zum Ziel Gottes mit seiner Gemeinde. Auch da hat Paulus in seinem Brief an die Epheser eine klare Botschaft an uns gerichtet. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst. Wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miteinander erbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Unser Herr ist nicht distanziert, sondern er ist mitten in unserer Gemeinde. Er, Christus, ist das Zentrum in der Gemeinde. Und in der Gemeinde will er sich verherrlichen, und zwar durch dich und durch mich. Das ist das Ziel, dass der Herr an den Seinen erkannt wird durch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Dass Gottes Kinder mehr und mehr umgestaltet werden, ist das Bild des Sohnes, in das Bild des Sohnes Gottes. Veränderte Menschen zur Ehre Gottes, das sollen wir sein. Und von hier aus soll auch das Gnadenangebot Gottes, die Botschaft vom Kreuz, an alle Menschen ergehen. Es gibt nichts Schöneres und nichts Lohnenderes, als ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes zu sein.
Und die Frage, die wir uns stellen, ist, stellen wir uns zur Verfügung, stellen wir uns Jesus zur Verfügung zum Bau seines Reiches. Welche Steine wir setzen, ist nicht so wichtig. Jeder darf mit der Gabe dienen, die Gott ihm geschenkt hat. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Das ist die Frage. Und ich komme nochmal zurück auf dieses Bild mit dem Pinguin. Es ist eine wahre Geschichte und das Bild, das es uns vermittelt, ist auch Wahrheit. Der Pinguin strandet am Ufer, verletzt, verschmiert mit Öl und da kommt der Retter auf ihn zu. Sind wir nicht auch Gestrandete, geschmutzt mit Sünde, gebrochen? Und da kommt Jesus Christus, der Retter. Und da hat sich zwischen Pinguin und dem Maurer, seinem Retter, eine tiefe innere gegenseitige Liebe und Freundschaft entwickelt. Und das ist das Bild, das uns auch diese Pinguin-Geschichte zeigen möchte. Und der Pinguin kommt aber immer wieder. Er hat seinen Retter nicht vergessen. Er schwimmt 4000 Kilometer hin und 4000 Kilometer zurück. Er nimmt alles auf sich, um seinen Retter zu besuchen. Die Geschichte wurde weitererzählt. Wir haben sie heute auch erfahren. Und auch wir, meine Lieben, dürfen von unserer Rettung berichten. Amen. Amen. Lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, voller Dank und Freude kommen wir zu dir. Herr, du bist unser Heiland, unser Schöpfer, unser Erlöser, alles, alles, was wir haben. Herr, du hast uns Glauben geschenkt, Vertrauen geschenkt. Herr, du hast uns diese Gemeinde geschenkt, du hast uns das Miteinander geschenkt, untereinander und mit dir. Wir sind voll Freude und Dankbarkeit in unserem Herzen. Herr, hilf uns, dass es uns immer wieder bewusst wird, dass wir Gerettete sind, Gerettete von dir. Und dass wir anderen von dieser Rettung erzählen. Dass wir als Gerettete so leben, dass deine Liebe zu uns für unsere Mitmenschen sichtbar wird. Das ist unser Anliegen, Herr. Wir danken dir, dass wir dir alles vortragen dürfen und dass wir wissen, deine Verheißungen, auch diese gehen in Erfüllung. Du stärkst unser Leben, unseren Glauben, sodass wir sichtbare Zeugen sind. Hab Dank dafür. Amen. Amen.